Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einmal mit euch zusammen die wundervolle Marke der Naturseifenmanufaktur ausprobieren. Ich bin auf diese Seite gestoßen, indem ich im Internet einmal rumgeschaut habe, welche festen Shampoos oder feste Conditioner für die Curly Girl Methode geeignet sind und mal Alternativen wären, die ich auch mal ausprobieren könnte. So kam es dann, dass ich mit dieser Firma gemeinsam übereingekommen bin, dass sie für mich Produkte bereitstellen für eine Verlosung für euch. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich nämlich die 5000 Abonnenten mit euch geknackt. Ich bin euch unfassbar dankbar und wir steuern sogar schon fast auf die 6000 zu. Also wollte ich meine Kleinigkeit zurückgeben und deswegen gibt es am Ende von diesem Video in Kooperation mit dieser Firma zusammen ein kleines Gewinnspiel für euch. Wie dann die Regeln dazu sind, um daran teilzunehmen, das erkläre ich euch alles am Ende. Zuallererst schauen wir uns jetzt einmal von der Firma Naturseifenmanufaktur das feste Shampoo und den festen Conditioner an und probieren es einmal gemeinsam aus. Diese beiden Produkte sind nach meinen Recherchen Curly Girl Safe in dem Sinne, dass die Seife ein leichtes, mildes reinigendes Tensid enthält und man es also für die Curly Girl Routine, wenn man Shampoo braucht, benutzen kann. Der Conditioner auch. Generell sind die ganzen Produkte von dieser Firma komplett aus natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist alles mit sehr viel Liebe hergestellt. Die haben ganz tolle YouTube-Videos, wie man auch die Produkte anwenden kann. Und ich habe mich jetzt, nachdem ich auf der Seite rumgeschaut habe und gesehen habe, es gibt einen Conditioner und wirklich viele verschiedene Shampoos, für die beiden Produkte entschieden, die mir von der Seite empfohlen wurden, für trockene und lockige Haare. Dabei bin ich dann also auf diese beiden Produkte hier gestoßen und zwar den festen Conditioner und das Kur-Shampoo. Ich habe mich da jetzt einfach mal komplett auf die Empfehlungen der Internetseite und der Firma verlassen und werde diese beiden jetzt testen. Wir schauen uns jetzt zuallererst mal die Produkte an, riechen vielleicht auch mal dran. Mir ist nämlich schon ein wunderbar frischer, leckerer Limonengrasduft entgegengekommen, als ich das Paket aufgemacht habe. Wir gucken also zuerst mal zusammen, was der Conditioner kann, wie er ausschaut, wie er riecht. Und da war ich direkt so positiv überrascht. Also auch mein Freund hat das Paket aufgemacht und uns sprang ein wunderbarer Duft entgegen von Limonengras. Hier seht ihr einmal den Conditioner, der ist relativ dick. Es steht auf der Verpackung, dass das 70 bis 80 Anwendungen sind. Je nachdem, wie viel Conditioner man braucht, kann ich mir das bei diesem Gewicht und dieser Größe von knapp 55 Gramm sehr gut vorstellen. Und der Duft ist einfach genial. Für alle, die es zitronig, limettig, Limonengras mögen, hier ist ein reines, natürliches Limonengras-ätherisches Öl drin. Und das riecht man einfach. Und ich hoffe so, so sehr, dass das und dieser Geruch vor allem noch in den Haaren enthalten bleibt, wenn sie komplett gewaschen und getrocknet sind. Auf diesen Shampoo-Bars und Conditionern ist auch immer dieses Logo hier drauf, das ihr sehen könnt. Ich bin sehr gespannt, wie gut es schäumt und Produkt abgibt. Das Besondere bei dem Conditioner ist jetzt, es steht auf der Verpackung dabei. Und zwar ist es wohl ein 2-in-1 Produkt. Das bedeutet, man kann ihn auch als Shampoo benutzen. Für uns Curly oder Wavy Girls interessant, da man ihn dann wohl als Co-Wash auch benutzen kann, was sich anbieten würde. Er verspricht jetzt mehr Volumen, bessere Kennbarkeit, weniger statische Aufladung, feuchtigkeitsspendende Komplexe aus Bio-Lindenblütenknospen und Limonengras und ist komplett vegan. Wie ihr sehen könnt, habt ihr da verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr dort Produkte bestellt, dass die in verschiedenen Packungen ankommen. Also ich habe hier einmal, das ist die Kartonverpackung, die kostet dann 50 Cent mehr. Ich habe aber auch Produkte bestellt in der Variante keine Verpackung und dann habt ihr eben hier so eine Tüte dabei. Die Inhaltsstoffe stehen trotzdem dabei, aber ihr habt eben nicht diesen Karton, der vielleicht zum Verschenken ein bisschen schöner ist. Es gibt auch noch eine Metallverpackung, wirklich schön, sehr luxuriös, auch um den Conditioner oder das Shampoo aufzubewahren. Das war es also erstmal zu dem Conditioner. Dann schauen wir uns zusammen das Kur-Shampoo an. Es hat genau dieselbe Form, auch das gleiche, sogar dasselbe Logo. Ist auch wieder von der Dicke sehr, sehr ähnlich, hat auch 55 Gramm. Und riecht auch sehr zitronig, sehr frisch. Was ich an diesen beiden Produkten auch so toll finde, ist, dass sie so schön natürlich sind, dass hier keine aufdringlichen oder sehr künstlichen Geruchsstoffe drin sind, sondern es riecht einfach unfassbar natürlich und lecker. Und vor allem hier der Shampoo-Bar soll sehr gut schäumen und ist auch für 70 bis 80 Haarwäschen geeignet. Das hier ist dann also das Kur-Shampoo. Es gibt noch viele andere Sorten.
Das werden wir jetzt gemeinsam ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall auch extrem gespannt auf das Endergebnis, wie meine Haare das finden. Ich war jetzt vor kurzem beim Friseur, wie ihr sehen könnt. Ich habe einfach die Längen ein bisschen abnehmen lassen. Ich bin gerade am Probieren, wie sich meine Haare wellen und verhalten, wenn ich keine großen Stufen drin habe. Ich habe hier unten noch leichte Stufen, die habe ich halt durch das Spitzenschneiden ein bisschen ausbessern lassen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich die Haare mal auf einer Länge haben und gucke, wie sich meine Wellen dann entwickeln. Wenn ich sehe, das wird ein bisschen ausgehangener und nicht so schön, werde ich natürlich wieder Stufen machen. Aber das erstmal dazu, zur Erklärung, wo meine Haare jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Zuletzt gewaschen habe ich sie gestern und zwar mit einer Haarkur, mit Shampoo, Conditioner, ohne Leave-In und habe sie dann lufttrocknen lassen und teilweise geföhnt. Heute früh hatte ich nur einen klitzekleinen Refresh. Und so sehen dann jetzt also meine Haare aus. Ich experimentiere auch gerade mit Proteinprodukten, ob die vielleicht meinem neuen Haarschnitt oder meinen neuen Haarstruktur besser zu Gesicht stehen, aber aktuell sind sie weich, sie sind gepflegt, sie sind überhaupt nicht mehr ausgetrocknet vom Färben und haben sich jetzt gut erholt. Und wir werden gleich mal gemeinsam sehen, was die beiden wundervollen Produkte können. Ich werde jetzt also meine Haare ganz regulär waschen. Ich nehme euch dabei mit, dass ihr mal sehen könnt, wie die Produkte schäumen, wie sie sich auftragen lassen. Werde ganz regulär das Shampoo zum Reinigen benutzen. Teilweise wasche ich auch zweimal mit Shampoo, damit es wirklich sauber und ordentlich ist. Wir werden sehen, wie ergiebig das Shampoo ist und wie gut es vielleicht nach einem Gang schon reinigt. Und danach benutzen wir einfach den Conditioner, den ich dann an meinen Haaren entlang streichen werde für die Längen und Spitzen. Lasse ihn kurz einwirken und wasche ihn dann wieder aus. Danach werde ich dann höchstwahrscheinlich die Haare wieder in meinen Mikrofaserturban wickeln. Der ist auch unten in der Beschreibung drin, falls ihr das Produkt sucht. Ich liebe diesen Haarturban und mag auch, dass er ein bisschen länger ist und mehr Haare reinpassen. Werde die dann in diesem Turban so eine halbe bis dreiviertel Stunde antrocknen lassen. Und danach werde ich sie trocken föhnen und dann sehen wir uns zum Endergebnis. Und ich werde euch etwas zu dem Gewinnspiel erzählen. Da sind wir mit den fertig getrockneten Haaren. Direkt mal zu der Anwendung. Ihr habt es ja gesehen, der Conditioner hat geschäumt. Ich habe es vorher irgendwo gelesen bei dem Produkt, hat es aber vergessen und war extrem überrascht. Aber das hatte eben den positiven Effekt, dass sich wieder gezeigt hat. Man kann es definitiv auch als Shampoo verwenden. Es hat super schön gereinigt und mein ganzes Badezimmer hat himmlisch nach Zitronengras gerochen. Dann kommen wir mal zu dem Ergebnis, wie meine Haare ausschauen. Am Ende vom Waschen mit Shampoo und Conditioner habe ich eine klitzekleine Menge vom Kinky Curly Haargel benutzt, das ich im Moment ausprobiere, dass ich so ein bisschen für den Halt brauche. Vor allem durch den Haarschnitt jetzt ist das alles sehr schwer und dadurch habe ich über den ganzen Tag hinweg ein schöneres Ergebnis und es hängt sich nicht so aus. Deswegen das nur als Ergänzung. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe unfassbar schöne, weiche, gepflegte Haare. Wie gesagt, die Wellenbildung muss ich erst wieder ein bisschen finden jetzt nach dem Haarschnitt. Ich finde es aber trotzdem schön. Sie sind richtig leicht, sie sind fluffig, sie sind auch schnell getrocknet, weil eben nicht so viel Produkt in den Haaren war, sondern eben nur Shampoo und Conditioner.
Und ich finde das Ergebnis auf jeden Fall schön. Und ich denke, wenn ich es auf Dauer auch benutze, würde es sogar noch welliger werden und noch viel mehr meinen Haaren gut tun. Generell für alle, die sonst immer reguläre Drogerieprodukte benutzen. Ich finde, die Haare sind, wenn man eine gewisse Zeit lang solche Shampoo und Conditioner benutzt, erholter und kommen wieder viel natürlicher und schöner zur Geltung. Ich bin also sehr, sehr zufrieden mit der Auswahl, die ich an Produkten getroffen habe, auch mit dem Ergebnis. Die Haare glänzen auch total schön und ich werde es auf jeden Fall weiterhin benutzen. Dann kommen wir jetzt also zu guter Letzt natürlich auf das Gewinnspiel, das ich für euch vorbereitet habe. Bei diesem Gewinnspiel könnt ihr diese beiden Produkte gewinnen, die ich benutzt habe. Das bedeutet, ihr bekommt ein Shampoo und einen Conditioner in dieser wunderschönen Verpackung zugeschickt von mir. Und zusätzlich bekommt ihr jeweils noch sogar zwei kleine Überraschungen dazu, die ich vor kurzem noch dazu gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, 5000 Abonnenten ist hier ein echter Meilenstein und ihr bekommt ein schönes Paket von mir zusammengestellt. Dieses Paket wird es zweimal geben, also wird es bei dieser Verlosung zwei Gewinner geben. Die Bedingungen, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ist, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, dass ihr einen Daumen nach oben bei diesem Video dagelassen habt und ganz wichtig, einen Kommentar schreibt. In dieses Kommentar schreibt ihr mir rein, wie eure Erfahrungen mit festem Shampoo sind, beziehungsweise warum ihr denn gerne diesen festen Conditioner und dieses feste Shampoo gerne haben und ausprobieren möchtet. Und schreibt mir auf jeden Fall, ganz wichtig, auch in dieses Kommentar euren Instagram-Namen dazu. Denn über YouTube kann man Gewinner leider nicht mehr kontaktieren. Ich werde es über Instagram auslosen und über Instagram euch kontaktieren. Und folgt mir am besten auch noch auf Instagram, um dort überhaupt nichts zu verpassen, wenn ihr von mir eine Nachricht bekommt. Und auch künftig, dort werde ich einiges mehr an Curly Girl Inhalten hochladen, das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Dieses Gewinnspiel wird eine Woche lang gehen, also von dem heutigen Tag an habt ihr 7 Tage Zeit, um daran teilzunehmen. Nach diesen 7 Tagen werde ich euch dann über Instagram kontaktieren. Ihr gebt mir eure Adresse durch und bekommt dieses wundervolle kleine Paket zugeschickt. Vielen Dank also dafür schon mal, dass ihr jetzt schon so treu und so lange bei mir seid, dass ihr mir helft, dass dieser Kanal immer größer wird und wir schon bald die 6000 Abonnenten geschafft haben. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch wie immer mit diesem Video weiterhelfen, euch mal ein paar Produkte an die Hand geben, die sehr natürlich sind, die unkompliziert sind und kein Plastik- oder Verpackungsmüll machen. Und ihr probiert sie vielleicht auch einmal aus. Den Link zum Shop packe ich euch unten in die Beschreibung rein, wie auch alle anderen Produkte, die ich regelmäßig benutze. Da könnt ihr euch gerne mal durchschauen, was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit verschiedenen Marken und auch Produkten. Dann vielen lieben Dank, dass ihr wieder bei mir wart. Lasst mir doch so oder so gerne ein Abo und einen Daumen nach oben, auch wenn ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Und wir sehen uns ganz bald wieder zu einem weiteren Curly Girl Video.